Die folgenden wahren Begebenheiten wurden durch das Office of Scientific Investigation and Research, OSIR, wissenschaftlich untersucht. Lieutenant, Sie sind Standort durch. Ja, Sir. Wir sind etwa 5 Kilometer in den Park vorgedrungen. Ende. Schon was gesichtet? Nein, bis jetzt negativ. Erwarte Meldung. Habe verstanden. Gardner? Haben wir neue Befehle? Nein, es bleibt alles beim Alten. Verirrte Zivilisten aufspüren und nach Hause bringen. Ich musste noch nie ausrücken, um Fliegenfischer ausfindig zu machen. Rede bloß nicht vom Fischen, hörst du? Das verdirbt mir das Wochenende. Unterhalten könnt ihr euch heute Abend ausschwärmen. Pfeilformation. Sergeant, Sie übernehmen die Spitze. Ja, Sir. Wissen Sie was Komisches? Verraten Sie es mir, Corporal. Es sind keine Vögel da. Eigentlich müssten die sich die Kehle aus dem Hals zwitschern. Zur Angelausrüstung gehört das bestimmt nicht. Lieutenant, kommen Sie schnell! Sichern Sie die Umgebung. Leute, schön aufpassen. Sergeant, was meinen Sie, ist passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurden sie von einem Tier angegriffen. Sie sind tot. Lieutenant! Sichern Sie die Umgebung. Gebiet sofort eingrenzen, Sergeant. Halten Sie durch, Mister. Wir bringen Sie hier raus. Gehen Sie. Es kommt vielleicht zurück. Lieutenant, was immer es war, ich glaube... Ruhe! Abteilung, zurückziehen! Sofort! Im Laufschritt! Macht schon, Jungs! Haut ab! Eine der Freuden, die das Leben auf unserem Planeten zu bieten hat, sind Sternschnuppen, die über den Himmel schießen. Meteoriten aus der Tiefe des Raumes, die in der Atmosphäre verglühen. Einige fallen auf die Erde und richten verheerende Zerstörungen an. Einige Leute glauben, ein großer Meteorit hat zum Ausbruch der Eiszeit geführt und zum Sterben der Dinosaurier. Als das OSIR den tragischen Tod von Wissenschaftlern untersuchte, Angehörige eines NASA-Teams, stand es vor der Frage, ob ein Meteorit möglicherweise einen unerwünschten Gast auf die Erde mitgebracht hatte. Sir, wir haben 5 Tote. Sie weisen dieselben Verletzungen auf. Was werden Sie tun? Wir werden die gesamte Gegend evakuieren. Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie nicht viel Zeit haben. Sir, ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst. Ich habe gestern einen meiner Männer verloren. Ein Team von Spezialisten ist unterwegs. Welche Befehlsgewalt hat dieses Team von Spezialisten? Die höchste, Lieutenant. Ich verstehe, Sir. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, sobald das Team eingetroffen ist. Ich erwarte Kooperationsbereitschaft. Selbstverständlich, Sir. Ende. Soll ich Ihnen was sagen?
Die von der NASA waren genauso wenig Fliegenfischen wie diese Typen. Was zum Teufel geht hier vor? Wir erwarten ein Team von Spezialisten, das gleich hier eintreffen müsste. Sie nehmen die Leute in Empfang. Lieutenant, Sergeant Phillips ist tot. Tot, ich weiß. Wir sind Angehörige des Militärs, das heißt, wir haben Befehle zu befolgen. Sie tun, was ich gesagt habe. Und jetzt wegtreten. Ja, Sir. Akte 33130, Leiter der Ermittlung Connor Doyle, erster Eintrag. Wir wurden von einer Bundesbehörde gebeten, den geheimnisvollen Tod eines Teams von NASA-Wissenschaftlern und eines Militärangehörigen in Arkansas zu untersuchen. Dieser Auftrag folgt unmittelbar nach der Entdeckung eines Meteoriteneinschlags in dieser Gegend. Professor Doyle? Ja? Lieutenant Vaughn, National Guard Little Rock. Willkommen in Arkansas. Wissen Sie, wann in etwa der Überfall stattgefunden hat? Es müsste ungefähr 12 Stunden her sein. Wir haben jetzt 13 Tote, das NASA-Team, meinen Zugführer und die Zivilisten. Und wer ist dafür verantwortlich? Miss, wenn ich das wüsste, wären Sie nicht hier. Ich will Ihnen was sagen. Wer oder was es auch war, es hat die Menschen so überrascht, dass sie nicht mal mehr Zeit hatten, ein Gebet zu sprechen. Wissen Sie, in welchem Auftrag das NASA-Team hier war? Zur Inspektion des Meteoriten und zur Datensammlung. Das war Routine für die NASA. Für diesen Meteoriten haben sich Geheimdienst und Regierung besonders interessiert. Laut militärischer Quellen hatte Lieutenant Vaughn den ausdrücklichen Befehl, seinen Männern nicht zu sagen, wonach sie suchen. Also war der Einsatz eine streng geheime militärische Aktion. Connor, ich möchte eine vorläufige Autopsie vornehmen. Vielleicht finde ich einen Hinweis. Und ich werde die Zeugen befragen. Darum wird sich Russell kümmern. Ich möchte, dass Sie Anton assistieren. Die Angelegenheit ist hochsensibel. Ich brauche meine erfahrensten Mitarbeiter für diesen Fall. Verraten Sie uns das Ziel der Untersuchung oder unterliegt das höchster Geheimhaltungsstufe? Identifizierung des Phänomens und die Verhinderung weiterer Zwischenfälle. So etwas Furchtbares habe ich noch nie gesehen. Irgendetwas hat die Menschen zerfleischt. Es hat Phillips in 3 Sekunden getötet. Niemand konnte ihm mehr helfen. Wissen Sie, ich war lange am Golf stationiert und in Bosnien. Aber das hier war schlimmer. Ich habe nicht gesehen, was Phillips umgebracht hat, aber ich habe ihn sterben sehen. Ich habe ihn sehr gemocht. Im Hauptquartier werden die Gerichtsmediziner eine vollständige Autopsie vornehmen. Das ist nicht mein Fachgebiet, Anton. Ich habe von Gerichtsmedizin keine Ahnung. Dann wird es Zeit, dass ich Sie einführe. Die Toten haben uns manchmal mehr zu sagen als die Lebenden. Kommen Sie her, ich brauche eine Assistentin. Sehen Sie nicht weg. Todesursache? Hoher Blutverlust, würde ich sagen. Das ist richtig. Merkwürdig. Wenn ich mit der Sonde in die Wunde fahre, spüre ich einen Widerstand. Irgendetwas blockiert die Luftröhre. Nehmen Sie seinen Kopf zurück. Na los. Was ist denn das? Auf jeden Fall etwas Organisches. Aber was genau es ist, wird wohl Dr. Cooper herausfinden müssen. Oh mein Gott. Was ist? Ich kenne den Mann. Es ist Alex Knopf. Ich bin ihm begegnet, als ich auf einem Symposium für Pflanzengenetik in London war. Sein Fachgebiet, Xenobiologie. Unbekannte Lebensform. Haben Sie was gefunden? Die NASA war nicht auf der Suche nach dem Meteoriten, sondern nach etwas Lebendigem. Sie hatten ein Team von Genforschern dabei. Ich verstehe. Sonst noch was? Das Weltraumkommando der Air Force bestätigt die Beobachtung des Meteoriteneinschlages. Über die Rolle, die die NASA dabei spielt, schweigen Sie sich aus. Hat die Autopsie was ergeben? Das haben wir aus einer Halswunde entfernt. Es ist mit Sicherheit organisch.
Wir machen im Labor eine umfassende Analyse. Okay, bleiben wir in Kontakt. Wir nähern uns der Einschlagstelle. Wünschen Sie uns Glück. Die Luftfeuchtigkeit ist enorm hoch. Die anderen Umgebungswerte sind normal. Erhöhte Aufmerksamkeit auf Bewegungssensoren. Hier ist er offensichtlich runtergekommen. Sie beeilen sich besser mit den Untersuchungen. Man hat das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein. Was sind denn das für Dinger? Cooper, was glauben Sie, was es ist? Es scheint eine Art Embryonenschale zu sein. Eine Eierschale. Form und Beschaffenheit sagen mir nichts. Ich weiß nicht, von welchem Tier sie stammen. Connor, das hier sollten Sie sich ansehen. Wir haben die Eier. Wissen Sie, was das heißt? Nehmt ihr das alles auf? Worauf Sie sich verlassen können, Peter. Wissen Sie was? Ich habe kein gutes Gefühl. Nehmen Sie eines der Eier mit. Stellen Bewegung fest. 500 Meter südwestlich. Bewegt sich Richtung Nordost. Es kommt auf uns zu. Es kommt mit hoher Geschwindigkeit direkt auf uns zu. Können Sie was sehen? Negativ. Vielleicht sehen Sie durch die Infrarotkamera mehr. Was ist das für ein Geräusch? Infrarotkamera eingeschaltet. Ziehen Sie Ihre Leute zurück. Peter, was geht da vor? Irgendetwas bewegt sich schnell auf uns zu. Wir versuchen es zu identifizieren. Hier ist Doyle. Bereithalten für Rückzug auf mein Kommando. Geben Sie uns noch ein paar Sekunden. Peter, Sie bleiben, wo Sie sind. Wow, was war das? Was ist passiert? Registriere nördlich Bewegung. Wir haben Bewegung auf dem Scanner. Zurückziehen, alle Mann zum Einsatzwagen. Scanlon, können Sie was sehen? Scanlon! Was zum Teufel war das? Oh Gott! Peter, was ist passiert? Scanlon und Russell. Peter, Sie hätten nichts tun können. Es war nicht Ihre Schuld. Niemand hat Schuld. Wir hatten einen Job zu erledigen. Scanlon und Russell wussten das. Gehen wir zurück an die Arbeit. Lindsay, checken Sie die Bänder durch und bereiten Sie einen Bericht vor. Wir müssen herausfinden, was da vorgeht. Langsam weiterfahren. Weiterfahren. Und anhalten. Zoom. Da haben wir es. Gott, was ist das nur? Dieses merkwürdige Ding ist sowas wie ein Widerhaken, der nach dem tätlichen Angriff im Körper des Opfers zurückgelassen wird. Und passt er zu unserem Ei? Ich denke schon. Er besteht aus derselben organischen Substanz. Häufig vorkommt bei blutsaugenden Parasiten. Das Ei eines Insektes? Wissen Sie, eigentlich bin ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit, diesen Schluss zu ziehen. Was hat uns angegriffen? Ich weiß es wirklich nicht. Was haben die psychologischen Tests ergeben? Nichts Ungewöhnliches. Posttraumatische Stressreaktionen und allgemeine Verwirrung. Wir müssen versuchen, mehr von den Zeugen zu erfahren. Fangen Sie mit Peter an. Mit Hypnose. Peter, ich möchte, dass Sie sich entspannen. Ich möchte, dass Sie zurückkehren zum gestrigen Tag. Zum Einschlagkrater des Meteoriten. Was läuft hinter mir her? Ganz ruhig.
Sie sind in Sicherheit. Ich möchte, dass Sie sich genau merken, wie dieses Wesen aussieht. Und ich möchte, dass Sie mir in allen Einzelheiten beschreiben, was Sie sehen. Was ist es für ein Wesen und wie sieht es aus? Es ist ein Insekt. Connor, das sollten Sie sich ansehen. Aber es hat ein Skelett. Ich habe rhythmische Vibrationen festgestellt, die aus dem Inneren des Eis kommen. Die Spannung an der Schalenoberfläche und die Innentemperatur steigen. Was passiert mit dem Ei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tut sich da drin etwas. Schlüpft es aus? Es tut mir leid, das kann ich wirklich nicht einschätzen bei einer unbekannten Lebensform. Den ersten Blick tippe ich auf eine Insektenart. Doktor, gibt es ein Insekt von dieser Größe? Cooper! Was tun Sie da? Das ist CO2. Es stellt das Tier für ein paar Minuten ruhig. Siphonatera minoris. Das ist unglaublich. Mein Latein ist ein bisschen verschüttet. Nun, ob Sie es glauben oder nicht, dieses Tier ist ein enger Verwandter unseres Flohs. Das ist ein Floh? Nicht direkt. Es ist die Mutation eines Flohs. Wie groß wird es, wenn es ausgewachsen ist? Tja, Insekten dieser Spezies erreichen normalerweise das 20- bis 30-fache ihres Geburtsgewichtes. Wir haben gefunden, wonach wir suchen. Ich neige dazu, dem zuzustimmen. Sehen Sie sich das an. Das hier ist Peters Beschreibung in groben Zügen. Wie viele Eier lagen im Wald? Einige Dutzend, zumeist leer. Viele Insekten waren schon ausgeschlüpft. Wie hoch ist die Vermehrungsrate bei diesen Tieren? Ich will Ihnen keine Angst machen, doch 10 ausgewachsene Weibchen können in weniger als 30 Tagen 100.000 Eier produzieren. Ein Team Soldaten vor Ort sammeln. Volle Sicherheitsausrüstung. Zwischenbericht. Da die Lebensform, nach der wir gesucht haben, möglicherweise die Mutation eines außerirdischen Insektes ist, kehren wir zur Einschlagstelle zurück. Donna, können Sie mich hören? Positiv. Die Bildübertragung steht auch. Meinen Sie, dass Ihre komischen Gewehre Ihnen was nutzen, wenn wir angreifen? Lassen wir es drauf ankommen. Das NASA-Team hat sicher genauso gedacht und jetzt sind alle tot. Ganzer Zug, halt! Mr. Doyle, meine Männer werden Sie nicht weiter begleiten. Lieutenant, Ihre Befehle lauten... Ich kenne meine Befehle, aber ich schicke diese Männer nicht in eine lebensbedrohliche Situation. Ich selbst und Gardner werden Sie weiter begleiten. Er hat verdammt recht. Also gut, schicken Sie Ihre Männer nach Hause. Leute, kehrt Marsch, zurück zum Camp. Tut mir den Gefallen und bleibt dicht zusammen. Wir hätten bei Tag mit einem Bataillon kommen sollen. Die Nachtaktion hat ihren Grund. Da liegt diese Spezies im Schlaf. Theoretisch jedenfalls. Doc, das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Sichern Sie die Seite. Donna, sehen Sie das? Ja, die Bildleitung steht. Das müssen Sie sich ansehen. Guck mal, vorsichtig. Es ist tot. Gott, nun sehen Sie die Größe seiner Fresswerkzeuge an. Damit könnten Sie einigen Schaden anrichten. Donna, haben Sie das? Ja, ich habe alles. Das ist also der Übeltäter. Woran ist er eingegangen? Vielleicht hat es sich gepaart. Was bedeuten würde, eine neue Generation entwickelt sich. Lassen Sie ihn liegen. Wir treten den Rückzug an. Cooper, wollen Sie wie Scandal und Russell enden? Kommen Sie schon! Schneller, los! Gefährlich werden.
keiner bewegt sich, klar? Ihnen den Weg zu ihren Nestern. Uns bleibt nur, uns ganz langsam, ohne hektische Bewegungen, vorwärts zu bewegen. Natürlich, kein Problem. Doch nicht ohne diesen kleinen Kerl. Im Namen der Wissenschaft. Abschlussbericht. Nachdem sich die Behörden über das Ausmaß der Plage im Klaren wurden, haben sie die Vernichtung befohlen. Die Region wurde evakuiert. Und die Armee hat Luftangriffe geflogen. Woher kamen diese todbringenden Geschöpfe? Waren es kosmische blinde Passagiere? Handelte es sich um eine von der Strahlung des Meteoriten betroffene mutierte Insektenart? Oder war es eine groteske vorgeschichtliche Spezies, die durch den Einschlag des Meteoriten befreit wurde? Wenn das Letztere zutreffen würde, wer weiß, was unter der Erdoberfläche noch alles so darauf lauert, einst im näherenden Licht der Sonne heranzuwachsen. Oh-oh. Wenn euch schlecht ist, dann haut ab, ja? Was? Alles okay? Nein, und was ist rum? Ihr müsst alle aus dem Fenster geschmissen haben. Guten Abend, Jungs. Hey, Kenny, Mann. Wie geht's dir? Okay, Jungs, ich muss euch bitten, die Musik leiser zu machen. Ach, komm, Mann, wir haben das Examen geschafft. Wir haben Grund zum Feiern. Ich gratuliere, aber nicht alle haben schon das Examen hinter sich. Ein bisschen Spielverderber. Also nehmt die Box rein. Jerry, Ärger mit der Obrigkeit. Ein bisschen lang. Na Gott sei Dank. Sag mal, kannst du die letzte Frage beantworten? Hey, wann wirst du dir das endlich mal merken? Das hast du mich schon vor 4 Stunden gefragt. Gott, ich hasse Quantenmechanik. Nein, ich hasse die gesamte Physik. Morgen noch, dann hast du nichts mehr damit zu tun. Bis zum nächsten Semester. Ich brauch dringend Koffein. Ja. Spalten zwischen den Dimensionen, die es Materie erlauben, sich über große Entfernungen von einem Ort zum anderen zu bewegen, waren häufig Thema von Science-Fiction-Romanen. Im technischen Sinne unbewiesen bleibt das Konzept doch möglich, wenn man die sogenannte Super-String-Theorie in Betracht zieht. Aber für die alleinerziehende Mutter Angela Corbey und ihre 7-jährige Tochter Sabine war die Erfahrung einer Spalte zwischen den Dimensionen weit mehr als eine theoretische Möglichkeit. Sie wurde zu einer zerstörenden Wirklichkeit, die schließlich ihr ganzes Leben verändern sollte. Das Office for Scientific Investigation and Research nahm sich der Sache an. Akte 87105, Leiter der Ermittlung Connor Doyle, erster Tag. Wir untersuchen das geheimnisvolle Auftauchen einer Angela Corbey. Sie behauptet, in Kalifornien zu leben und sich von einer Sekunde zur anderen in Toronto wiedergefunden zu haben. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Wo ist sie? Die Polizei hat sie hier behalten. Schwebendes Verfahren wegen Hausfriedensbruch. Und zur Sicherheit ihrer Tochter. Wer hat sie entdeckt? 2 Studenten, Howard Simic und James McNaughton. Überprüfen Sie die Geschichte. In Ordnung. Ich wünschte, irgendjemand würde eine Entscheidung fällen, was wir mit ihnen machen sollen. Wir werden tun, was in unserer Macht steht. Ich möchte, dass Sie vorsichtig mit den ersten Befragungen beginnen. Ja gut, entschuldigen Sie mich. Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind Angela und Sabine. Sind Sie auch Psychiater? Tja. Ich bin Dr. Anton Hendricks. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Hören Sie, ich habe die Geschichte schon der Polizei erzählt. Und die glaubt Ihnen nicht. Das ist mir egal. Ich möchte mit meiner Tochter nach Hause fahren. Erzählen Sie mir, was passiert ist.
Okay, eben war ich noch mit Sabine in unserem Haus. Und dann bin ich von einer Sekunde zur anderen in einer Stadt in Kanada und man klagt mich des Hausfriedensbruchs an. Was genau ist geschehen? Ich habe zu Hause Abendessen vorbereitet und dann hat sich diese Tür geöffnet und ich weiß es nicht. Wir mussten Sie anklagen wegen Hausfriedensbruch. Wir haben Sie gebeten, mitzukommen. Sie hat sich wie wahnsinnig gewehrt. Wir konnten Sie nicht beruhigen. Sie hat gesagt, ihr Name sei Angela Corbey und sie lebe in Kalifornien. Wie sie hierher gekommen ist, hat sie nicht gewusst. Auch nicht, was sie im Studentenwohnheim zu suchen hatte. Wir haben sie ins Krankenhaus gebracht. Wir ließen sie von einem Psychiater untersuchen. Die Frau stand unter Schock, ausgelöst durch ein psychologisches Trauma. Sie bekam bei mir einen hysterischen Anfall. Ich bin trotzdem der Ansicht, ihr Zustand ist keinesfalls instabil. Was immer passiert ist, es war verwirrend für sie, um nicht zu sagen schrecklich. Ich habe die kalifornische Zulassungsstelle angerufen. Eine Frau mit Namen Angela Corbey wohnt in Kalifornien in Eureka. Merkwürdig, was? Na, hast du Lust, mir zu erzählen, wie du hierher gekommen bist? Okay. Gut. Also, du warst zu Hause und hast im Wohnzimmer Fern gesehen. Was ist dann passiert? Die Tür ist aufgegangen. Die Haustür? Welche Tür? Die Tür in das strahlende Sonnenlicht. Oh. Und bist du durch diese Tür gegangen? Mit Mami? Ja, und dann waren wir hier. Also ich stehe hier und dann erhalte ich sowas wie einen Stromschlag. Ich drehe mich um und dann sehe ich sie da stehen. Hier? Ja, genau da. Ich habe gedacht, sie sind durch die Tür gekommen. Wenn sie durch die Tür gekommen wären, hätte ich es bemerkt. In welchem Zeitraum hat sich ihr Aufstehen und deren Erscheinen abgespielt? In 6 Sekunden maximal. Aha, und die Tür war verschlossen. Das erinnert mich an die unscharfen Relationen von Heisenberg. Ich denke nicht, dass die Heisenbergsche Theorie relevant ist in unserer makroskopischen Welt. An dem Abend wurde eine Party gefeiert, waren Sie dort? Nein, wir haben gelernt. Ich weiß, alle denken, wir lügen, aber ich sage Ihnen, auf normalem Weg sind die hier nicht aufgetaucht. Von allen Zeugen wurde bestätigt, dass Howard und James von 17 Uhr an in ihrem Zimmer gelernt haben. Um 22.15 Uhr waren die Corbeys in dem Raum. Doch kein Mensch hat sie das Gebäude betreten sehen. Wir müssen die Möglichkeit ausschließen, dass die Sache inszeniert war. Vielleicht sind sie auf andere Weise hergekommen. Wenn ja, weiß ich nicht wie. Ich bin alle Flugbuchungen durchgegangen. Die Züge, die Mietwagenfirmen. Ich habe mich mit Interpol in Verbindung gesetzt. Doch niemand hat eine Angela Corbey auf irgendeiner Liste gefunden. Vielleicht benutzte sie eine Falschidentität. Das wäre möglich, aber die Grenzbeamten haben niemanden abgefertigt, auf den die Beschreibung passt. Warum sollte sie der Öffentlichkeit so einen Bären aufbinden wollen? Vielleicht um Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu erwecken. Aha. Vielleicht erfährt ja Dr. Hendricks ein bisschen mehr. Ja. Wir sind soweit. Angela, liegen Sie bequem? Ja, es geht. Gut, es geht los. Am Anfang werde ich Ihnen Fragen stellen, die Ihnen völlig unwichtig erscheinen werden. Antworten Sie mir so präzise wie möglich. Heißen Sie Angela Corbey? Ja. Wohnen Sie Lightbourne Crescent 342 in Eureka, Kalifornien? Ja. Haben Sie lebende Verwandte, Angela? Nur Sabine und meine Schwester Mary. Ist Mary Ihre Zwillingsschwester? Nein, sie ist 5 Jahre älter. Wie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin Sekretärin in einer Steuerberatergesellschaft in Eureka. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Aus welchem Grund? Weil ich den Kerl rausgeschmissen habe. Er war nicht gut zu mir und Sabine. Was hat das alles damit zu tun, wie ich hergekommen bin? Wir versuchen, Sie besser kennenzulernen. Angela, ich weiß, Sie stehen unter großem Stress, Doktor, aber... ich will mit meiner Tochter nach Hause fahren. Und Ihre ganze Fragerei kann mir das auch nicht ermöglichen. Sie und Sabine können gehen, wann immer Sie wollen. Niemand wird Sie aufhalten. Können Sie rausfinden, was mit uns passiert ist? Möglicherweise, aber ein bisschen Geduld werden Sie schon haben müssen. Wir versuchen, Ihr psychologisches Profil zu erstellen. Sie sind in guten Händen. Mein psychologisches Profil? Ich bin verwirrt, ich bin erschöpft und ich bin es leid, von Ihnen wie eine Lügnerin behandelt zu werden. Ich glaube nicht, dass Sie lügen. Ach ja, was glauben Sie dann? Ich bin überzeugt, dass Sie und Sabine ein traumatisches Erlebnis hatten, das Ihnen sehr real erschien. Es war real. Ich behaupte nicht, dass es das nicht war. Sie haben etwas sehr Ungewöhnliches erlebt. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft, darum wird Ihnen mit Skepsis begegnet.
Ich werde Ihnen helfen, damit umzugehen. Aber Sie müssen mir vertrauen. Können Sie das? Ich werde es einfach versuchen. Wenn sie lügt, tut sie es nicht bewusst. Sie ist überzeugt davon, dass die Geschichte stimmt. Und stimmen Sie der Einschätzung der Psychologin zu? Sie hat erhöhte Stresswerte, aber sonst ist die Frau normal. Was zu erwarten war, wenn wir ihr glauben. Das ist Donna mit dem Bericht aus Eureka. Wir haben mit der Untersuchung der Umgebung und des Hauses der Corbeys begonnen. Ich habe mit Angelas Nachbarn gesprochen und auch mit ihrer Schwester Mary. Das Interview müsste in der Zwischenzeit bei Ihnen sein. Ich habe Angela an dem Abend gegen 19 Uhr angerufen. Wir haben vielleicht 10 Minuten miteinander gesprochen. Sie hat Abendessen gemacht und ich sollte babysitten. Sie wollte zum Unterricht an der Abendschule und ich konnte nicht rechtzeitig bei ihr sein. Also wollte ich sie nochmal anrufen. Sie hat nicht abgenommen. Naja, ich dachte, Sabine sei allein zu Hause und bin hingefahren. Es war schon merkwürdig. Auf dem Herd kochte das Essen, der Fernseher lief, aber keine Spur von Sabine und Angela. Ich habe ihre Schulfreunde angerufen und auf ihre Arbeit und später sogar die Polizei. Keiner wusste was. Und dann gegen 22.30 Uhr bekam ich einen Anruf von der Polizei aus Toronto. Das ist doch verrückt. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Haben Sie das? Ja, danke. Gute Arbeit. Okay, wir bleiben noch vor Ort. Den nächsten Bericht können Sie in 12 Stunden erwarten. Rund um die halbe Erdkugel in der Zeit eines Wimpernschlages, das glaube ich einfach nicht. Versuchen Sie es mit Hypnose, vielleicht erfahren wir so ein bisschen mehr. Angela, hören Sie mich? Ja. Ich möchte, dass Sie in der Zeit zurückgehen, zum 5. Mai. Das war vor 2 Tagen. Es ist 7 Uhr abends. Wo sind Sie? In unserem Haus. In der Küche. Meine Schwester hat angerufen, um Hallo zu sagen. Und was machen Sie? Ich koche chinesisches Kaiserhühnchen. Sabines Lieblingsessen. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zur Abendschule. Wo ist Sabine? Sie wollte Fernsehen. Im Wohnzimmer. Gleich ist das Abendessen fertig. Doch plötzlich spürte ich einen leichten Windstoß. Und wo ist der Windstoß hergekommen? Aus dem Wohnzimmer. Das Licht. Das Licht ist blendend. Sabine! Nein, Sabine, tu es nicht, Sabine! Tu es nicht! Sabine, nein! Was ist mit der Anklage wegen Hausfriedensbruch? Wurde im Interesse unserer Untersuchung fallen gelassen. Na sowas. Der Universitätsdirektor will die Sache vom Tisch haben. Was hat die Umgebungsanalyse des Wohnheims ergeben? Wir haben nichts gefunden. Das Ergebnis der Hypnose? Ich bin überzeugt, dass Angela Corbet ein traumatisches Erlebnis hatte. Unabhängig vom Resultat unserer Untersuchung braucht sie psychologische Betreuung. Es ist doch normal, dass sie nicht versteht, was mit ihr passiert ist. Wir verstehen es auch nicht. Also stehen wir immer noch am Anfang. Am besten, wir führen die Untersuchung vor Ort weiter. Vielleicht finden wir dort eine plausible Erklärung für dieses Phänomen. Zwischenbericht, 6. Tag. Die ersten Untersuchungen der Umgebung des Hauses der Corbeys haben keine Auffälligkeiten ergeben. Angela hat uns ihr Einverständnis zur 24-Stunden-Überwachung des Hauses und zur Aufzeichnung ihrer physischen Werte erteilt. Es ist absurd. Die Messergebnisse sind völlig normal. Wir haben nichts gefunden. Gar nichts? Nein, gar nichts. Das ergibt keinen Sinn. Wenn das, was sie sagt, wirklich passiert ist, dann müssten wir irgendwelche Spuren finden. Elektromagnetische Strahlungsrückstände zum Beispiel. Das weiß ich. Ich habe hier etwas für dich, Sabine. Es klebt sicher ein bisschen, aber es wird dir nicht wehtun. Eins. Keine Angst, Liebling, das wird uns helfen. Fertig. Wie lange wird es dauern? Ich weiß es nicht. Ein paar Tage werden wir sicher brauchen.
Wonach genau suchen Sie eigentlich? Nach ungewöhnlichen Veränderungen in der Umgebung oder in Ihren Körpern. Sie meinen, wir könnten das ausgelöst haben? Wir dürfen das nicht ausschließen. Wenn es wieder passiert, zeichnen wir die biologischen Werte auf. Dann werden wir das Phänomen bestimmen können. Aber keine Sorge. Wir bleiben in der Nähe und wenn nötig, sind wir schnell da, um Sie und Sabine zu beschützen. Zwischenbericht. Wir beobachten seit einer Woche ununterbrochen das Haus und zeichnen die biologischen Werte von Angela und ihrer Tochter auf, aber bisher ohne Erfolg. Wir setzen die Operation für eine weitere Woche fort. Ich habe zwar keine Beweise, doch es ist eine Erklärung. Klingt unwahrscheinlich, aber das ist also, wir sind jetzt zwei Wochen dran. Was haben wir? Leider so gut wie nichts. Es hat keine überhöhten Umweltbelastungen gegeben, keine Waffentests. Und was ist mit den Umweltexperimenten? Wir haben die ganze Palette durchprobiert. Elektrostatische Felder, Veränderungen der atmosphärischen Bedingungen, wie Erhöhung der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit. Doch ohne Erfolg. Keine Auffälligkeiten. Also schön. Wenn jemand von euch eine Theorie hat, dann auf den Tisch damit. Na, was ist? Ich glaube, Peter hat eine. Das hat mir noch gefehlt. Es ist ein wenig abwegig. Lassen Sie hören. Ich glaube, wir haben es in diesem Fall mit Psychokinese zu tun. Blitzschnelle Bewegung durch Raum und Zeit. Eben noch in Kalifornien und plötzlich in Kanada. Die Frage ist nur, wie? Ich habe zwei Hypothesen. Die erste ist, wie gesagt, psychokinetischer Transport. Angela und oder Sabine verfügen vielleicht unbewusst über psychokinetische Energie, die stark genug ist, sie um den halben Kontinent zu transportieren. Sie haben vorher nie über psychokinetische Fähigkeiten verfügt. Sie haben recht. Kommen wir zur zweiten Hypothese. Wenn die Energie nicht aus den beiden gekommen ist, war sie atmosphärischer Natur. Ich will sagen, ein Strom konzentrierter Energie im Raum-Zeitgefüge. Reden Sie davon, dass das Gewebe in Raum und Zeit gekrümmt wurde? Ja, so ist es. Ein Kanal, der sich zwischen zwei entfernten Punkten gebildet hat. Eine Art Wurmloch. Noch fehlt der Beweis. Aber wenn Sie mir Zeit geben... Peter, das ist doch alles nur Spekulation. Es sind Hypothesen und Hypothesen müssen bewiesen werden. Die Untersuchung wird auf ein Minimum beschränkt. Wir ziehen uns zurück und halten nur noch Kontakt zu Angela Corbey. Warum? Sie haben es selbst gesagt. Wir haben keine Beweise, nur Zeugenaussagen. Zeugenaussagen sind Beweise oder etwa nicht? Und trotzdem. Wir ziehen uns morgen zurück. Es muss sein. Tut mir leid. Was werden wir Angela sagen? Das war alles? Wir haben keine Wahl. Wir haben nichts gefunden. Ich verstehe. Sie glauben, dass ich lüge. Nein, das glauben wir nicht. Und was ist, wenn es wieder passiert? Oft treten Phänomene nur einmal auf. Und wenn es nicht so ist? Angela, hören Sie. Wir haben alles getan, glauben Sie mir. Ja, Sie haben recht. Doch ich habe Angst. Was soll ich machen? Wenn irgendwas passiert, Sie wissen ja, wie Sie uns erreichen. Wir melden uns in den nächsten 6 Monaten regelmäßig. Akte 87105, Ergänzungseintrag, Leiter der Ermittlung Connor Doyle. Wir hatten in den letzten 2 Monaten regelmäßigen Kontakt zu Angela. Es ist nichts Außergewöhnliches vorgefallen. Allerdings machen wir uns inzwischen Gedanken, da sie seit 2 Wochen nicht erreichbar zu sein scheint. Lindsay Donner wurde beauftragt, den Kontakt persönlich wiederherzustellen. Das ist alles, was ich weiß. Tut mir leid. Die Nachbarn sagen alle dasselbe. Vor 2 Wochen war das Haus plötzlich verschwunden. Niemand hat was gesehen oder gehört. Und keiner hat Kontakt zu Angela und ihrer Tochter. Ich halte für möglich, dass Sie Angst haben, darüber zu reden. Sie haben recht. Diese Leute sind verängstigt.
Ob nun aus Furcht vor einer unbekannten Macht oder weil sie unter Druck gesetzt werden, wir können nur spekulieren. Was ist mit der Schwester? Wir waren in ihrer Wohnung. Sie ist völlig leergeräumt. Keiner weiß, wo sie ist. Wir waren jedenfalls schwere Maschinen am Werk, aber weder die Bauplanungsbehörde noch das Grundbuchamt hatten davon gewusst, dass das Haus abgerissen werden soll. Haben Sie irgendwas gefunden? Reifenspuren von schweren Fahrzeugen, ich nehme an. Planierraub und Tieflader, etwa 2 Wochen alt. Und niemand will darüber reden? Professor Doyle, die Operationsleitung will Sie dringend sprechen. Was meinen Sie, was die wollen? Mich würde bei der Sache nichts überraschen. Ja, hier Doyle. Professor Doyle, Ihre Anfrage nach Personalverstärkung für die Fortsetzung der Untersuchung muss ich leider abschlägig beantworten. Ich verstehe. Das Hauptquartier verlangt den Abbruch der Untersuchungen. Was? Wieso denn? Das haben Sie mir nicht verraten. Das... Abschlussbericht. Es war uns unmöglich herauszufinden, was mit Angela, Sabine und Mary Corbey geschehen ist. Die Spuren auf dem Grundstück blieben dank unserer Instruktionen ungeprüft. Die Untersuchung wurde abgebrochen. Connor Doyle. Ende. Und bist du durch diese Tür gegangen? Mit Mami? Ja, und dann waren wir hier. Keiner hat die Familie Corbet je wiedergesehen. Und die Ursache für das, was hier passiert ist, konnte nicht abschließend bestimmt werden. Ihre Reise von Kalifornien nach Toronto ohne die uns bekannten Mittel und das darauffolgende spurlose Verschwinden von Angela, Mary und Sabine sind nur ein kleines, wenn auch tragisches Beispiel für die Geheimnisse des unendlichen Universums. Das war Dan Aykroyd für Psi-Factor.